Wir gucken uns jetzt einfach an, wie läuft YouTube für mich über Twitch, Einnahmen und meine Erfahrungen. Da können wir auch wieder drüber reden, weil letztendlich kann ich bestimmt auch alles beantworten, was er so an Sachen gesagt hat. Ich denke, das ist immer eine interessante Sache. Real Talk jetzt. Ist das? Dude mit Maske. Okay. Bam! Boom, boom! Bam! Bam! Damit herzlich willkommen zurück zum wildesten Kanal YouTube Deutschland. Das haben die übrigens aufgenommen, währenddessen Stau war, ne? Während der Heimreise von Meinungsbürger Treff. Dann zu meiner rechten Seite seht ihr den guten alten Baku sitzen. Was geht? Was geht ab, Alter? So, wir hoffen, dass das mit dem Mikro halbwegs läuft. Wir hatten eigentlich ein Video gestern bei Kuchen TV zusammengedreht. Scheinbar gab es da aber einige Probleme. Hans Kitto, moin, schön, dass du wieder da bist. Fehler. Ich konnte die Datei nicht auslesen an meinem Laptop. Ist nicht so nice gelaufen, aber naja. Ja, scheiße, er hat extra ein Video gemacht, ne? Und ich habe selber auch ein Part mit übernommen in dem Video. Ja, das Video ist dann halt nichts geworden, ne? Armes Deutschland, sonst hätte ich ein Video mit mir gesehen. Ja, wir stehen hier gerade im Stau ziemlich fett, sind hier gerade an der Raststätte Grenze zu Niedersachsen. Ja, mich sehr schwierig, Mann. Bis wir nach Hause kommen. Moin. Deswegen, bevor wir weiter dumm rumlabern, fahre ich einfach mit dem Thema fort, worüber ich gestern eigentlich reden wollte. Ja, in dem Video, was ich gestern aufgenommen habe, habe ich eigentlich relativ kurz und knapp darüber geredet, wieso für mich meine ersten 2 Jahre auf YouTube waren. Der Anfang war, bevor ich selber... Hey Leute, er ist schon 2 Jahre auf YouTube. Ich weiß, dass er mal Videos gekartet hat, glaube ich, für Kuchen TV. Sein Gaming-Channel. Aber dass er schon seit 2 Jahren am Start ist, wusste ich noch gar nicht. Überhaupt irgendwie eigene Content produziert habe, habe ich die ganze Zeit meistens für andere Leute geschnitten. Ob das jetzt für Kuchen TV oder Just Nero war, ist aber egal. Also ich habe halt Real Talk meistens für irgendwelche anderen YouTuber geschnitten. Mit der Zeit habe ich dann aber gemerkt, dass mir das Ganze extrem viel Spaß macht und... Ja, dann kam natürlich die große Frage, auf welchen Content man denn überhaupt selbst produzieren möchte. Da ich gesehen habe, dass es richtig easy ist, Klicks auf den Nacken von anderen Leuten zu machen, habe ich natürlich angefangen, Meinungsblogs zu machen. Ich habe dabei damals ziemlich klassisch mit den Standard-Meinungsblogs angefangen. Also hast du ich echt Bilder reingeschoben? Ja, ich habe Bilder reingeschoben die ganze Zeit. Also so von links nach rechts. Ich glaube, ich blende das hier noch in dem Video ein, wie ja, die doch, so von links nach rechts reinkommen. Alter, übel laut, übel laut. Frage ich mich. Und warum man die Schule schmeißt, um YouTube voll durchzuziehen, um dann solche Zahlen mit so einem Content an Land zu bringen. Damit kommen wir dann auch zu dem eigentlichen Punkt, nämlich dem Content. Also das ist so der klassische Stil, wie wir den auch heute bei einigen Leuten sehen können. Einfach irgendwelche Stock-Images von links nach rechts. Machen halt immer noch übel viele kleine YouTuber im Meinungsblog-Bereich, wo ich mir so denke, also ihr habt ja jetzt nur mittlerweile mitbekommen, dass jeder das scheiße findet. Warum überlegt ihr euch nicht einmal was anderes? Außer die Bilder von links nach rechts zu bewegen. So wenigstens ein bisschen Abwechslung rein. Aber das machen halt wirklich noch viele. Ja, auch das mit diesen Audio-Visualizer. Okay, ist in Ordnung, kann man machen. Aber nicht die ganze Zeit immer nur den laufen lassen, das war's. Das macht doch keinen Spaß. Rechts laufen lassen, von oben nach unten. Ich meine, wer die Szene so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, der wird mitbekommen haben, dass eigentlich jeder so ungefähr angefangen hat. Ich habe dann immer weitergemacht die ganze Zeit und irgendwann wurde das auch immer ein bisschen, ich würde mal sagen, professioneller. Also man wächst ja immer rein in YouTube, man kommt ein bisschen mit sich selber klar, man weiß irgendwann... Ich muss aber noch früh in die Wohnung, so das ist halt momentan zu meinen Struggle. Nach einer gewissen Zeit, in welche Richtung man ungefähr gehen möchte. Und was hat sich vor allem richtig krass verändert? Ich würde definitiv sagen, die Videoqualität. Während ich am Anfang nur diese Stock-Images hatte, wurde das dann am Ende immer mehr. Ich hatte Audio-Visualizer drin gehabt. Die Bilder haben sich noch mal ein bisschen besser von links nach rechts reingeschoben. Und das war's, bevor ich meine 8-monatige Pause gemacht habe. Aber warum habe ich eigentlich so lange eine Pause gemacht? Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, man lernt irgendwie im Laufe der Zeit, wo man auf YouTube hin möchte. Alles klar bei dir, Alter? Aber voll am Stinken, ey. Keine Frage, warum es am Stinken, warum der dort Fliegen hat. Baku ist ein widerlicher Typ, der übel oft auch mal den ein oder anderen Furz rauslässt. Wirklich. Ey, wirklich, ihr denkt, Baku ist ein ganz vornehmer Mensch und dann kommt Baku um die Ecke und hat nur noch Fliegen um sich. Ist nicht das erste Mal, dass er eine Fliege an seinem Arsch kleben hat. Naja, jedenfalls musste ich erstmal drauf klarkommen, was ich überhaupt bei YouTube wirklich so machen möchte. Als ich mit YouTube angefangen hatte, hatte ich keinen wirklichen Plan gehabt, außer dass ich halt Kritikvideos machen möchte. Aber auch Kritikvideos können ja einen unterschiedlichen Appeal erfüllen. Wenn wir uns jetzt mal KuchenTV zum Beispiel anschauen, der greift eigentlich jedes Thema auf, was gerade, ich sag mal, brandaktuell ist. Just Nero versucht immer richtig in die Tiefe zu gehen und einen Mehrwert zu bieten. Das heißt, im Endeffekt versucht er halt wirklich Themen sich rauszusuchen, wie zum Beispiel das Video über die Taz oder über die Post, wo er richtig reingeht, obwohl das gar kein brandaktuelles Thema ist. Und an diesem Scheideweg stand ich da nach 8 Monaten. Was macht... Ja, und das Geile ist halt bei Just Nero, die Leute, die gucken sich halt trotzdem an. Die Leute sind dann nicht so und sagen, ah, das Thema interessiert mich nicht. Da habe ich keine Lust drauf, das Video anzugucken, sondern die Leute gucken sich das trotzdem an, obwohl es auch Videos sind, die eigentlich gar nicht interessant wirken. So, aber Nero schafft es trotzdem, seine Community auf das Video zu ziehen.
So, und da denke ich mir halt so, Alter, das ist doch genau der Traum von einem YouTuber, dass man sowas schafft, dass man auch Themen bespricht, worauf man selber Bock hat, die aber jetzt nicht vielleicht so übel interessant sind, aber man macht die einfach interessant und die Leute gucken sich dann trotzdem an. So, das ist einfach auch mein Ziel und ich hoffe einfach, dass es irgendwann funktioniert. Deswegen versuche ich jetzt halt auch voll auf Qualität zu gehen und auf Unterhaltung natürlich auch mitzugehen. Mache ich jetzt wirklich für Kritikvideos? Ich habe wirklich von A bis Z alles einmal ausprobiert, aber irgendwie hat da so ein bisschen auch meine eigene Personality gefehlt. Stimmt das, dass dein Vorbild auch Albion? Albion ist auf jeden Fall mein absoluter Vorbilds-YouTuber, muss ich an dieser Stelle sagen. Also, hätte ich damals deine Videos nicht gesehen, hätte ich auch gar nicht mit den Stock-Images angefangen. Deswegen Grüße gehen auf jeden Fall raus an der Stelle. Ja, sag mal so, er ist auch ein krasser Meinungsblogger, ne? Ja, deine Aufnahmen sind echt sehr qualitativ hochwertig. Und auch die Stock-Fotos, die er verwendet, also die Wasserzeichen, die verleihen der ganzen Sache auch nochmal so einen extra die gewisse Würze verleihen, die halt der ganzen Aufnahme. Und ich finde, das hebt ihn auch ab und er ist meiner Meinung nach auch besser als alle anderen Meinungsblogger. Ich finde es halt schade, dass er im Zuge dessen auch nicht beim Meinungsblogger-Treffen jetzt in Braunschweig war. Also das muss ich jetzt sagen, das finde ich richtig schade an der Stelle. Ich glaube, sogar eingeladen war er, glaube ich, aber hat die Einladung abgeschmettert, weil wir halt zu irrelevant sind alle. Ne? Ja, man kennt ihn halt, ne? Wenn man zu irrelevant ist, dann, naja. Der Abgehobene. Schwierig. Halt. Ja, ist egal, ne? Kein Ding, Bruder, beim nächsten Mal läuft das schon. Naja, jedenfalls habe ich dann diese 8 Monate Pause gemacht und in diesen 8 Monaten bin ich mir wirklich bewusst geworden, was ich überhaupt auf YouTube machen will. Ich habe in den 8 Monaten zum Beispiel relativ viel Mode für mich selber irgendwie designt, habe in der Zeit sogar ein eigenes Shirt rausgebracht, habe Musik gemacht und wirklich intensiv drüber nachgedacht. Witzigerweise habe ich dann wirklich wieder Bock auf YouTube bekommen, als diese ganze Madeira-Geschichte passiert ist. Damals, als die Madeira-Sache passiert ist, dachte ich mir, Kacke, Alter, warum kannst du da jetzt nicht reinhalten und machst gar nicht mehr aktiv Videos? Dann ist es mir dabei irgendwie aufgefallen, dass es doch viel geiler wäre, wenn man sich einfach vor die Kamera stellen würde. Ob man das jetzt mit einer Maske macht oder nicht, ist ja egal an der Stelle, aber da kommt einfach viel mehr Personality rüber, wenn man selber vor der Cam steht. Ich meine, ihr merkt das ja gerade hier. Wir haben hier wie ist deine Meinung zu Typ mit Maske? Ich muss sagen, er ist ein stabiler Typ. Das ist ein ganz alter Hase, macht sein Zeug, ist auch freundlich. Für mich persönlich ein ganz, ganz wilder Mensch, ja, mit dem man auch definitiv einiges machen kann. Was YouTube angeht, ich muss sagen, seine Videos sind stabil. Ja, ich finde es einfach jetzt momentan so, wie es ist, eigentlich mega chillig. Ich mag auch solche Real Talk Videos, weil man kann einfach das sich entspannt geben und auch ein bisschen mitreden. Weil es gibt auch manche Videos, wo man sich so denkt, ah, das Thema, das ist wieder so, ja, ist der YouTuber gut oder ist der YouTuber schlecht? Aber solche Videos finde ich persönlich einfach interessant, wenn Leute aus Erfahrungen sprechen, ne? Also deswegen ist immer genau mein Ding. Ich mag Typen mit Maske auf jeden Fall, ist genauso wie Baku. Beide sehr sympathische Leute, auch privat mega korrekt, wirklich mega korrekt. Ja. Kannst du alles wieder freestylen, einfach ein bisschen. Man kann aber ein bisschen mehr mit sich selber punkten im Endeffekt. Und das ist so die gewisse Würze, würde ich sagen, die im Video auch einen Mehrwert bieten. Das Ding dabei ist, dass als ich wieder angefangen habe, ich richtig, richtig Bock bekommen habe auf das Ganze. Ich glaube, der wichtigste Punkt dabei, was ich auch gestern schon in dem Video gesagt hatte, war für mich nämlich folgender. Obwohl ich schon das Jahr davor ziemlich viel mit anderen YouTubern Kontakt hatte und auch Videos gedreht hatte, hat mir da persönlich irgendwie eine Connection gefehlt. Mittlerweile habe ich zum Beispiel so einen netten Kollegen wie den hier durch YouTube überhaupt kennengelernt. Den habe ich nämlich kennengelernt, glaube ich, wie viele Abonnenten hattest du da, wo ich dich angeschrieben habe auf Insta? 100? Der hatte wirklich kaum Abonnenten gehabt. 100 Abonnenten. Und das war das Meinungsblogger-Review, was ich zuerst hochgeladen habe. Ja, da hat der nette Herr auf meine Kontaktanzeige geantwortet und wir haben es dann kennengelernt. Ja, nice, Alter. Ja, Mann. Ist auf jeden Fall Real Talk. So einsamer YouTuber sucht einen größeren YouTuber. Zum Pushen, ja. Genau. Naja, ich habe ihn dann damals zum Beispiel ganz einfach auf Insta angeschrieben. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, Handynummern ausgetauscht, man hat sich einfach verstanden. Im Laufe der Zeit hat das Ganze bei mir... Aber das ist halt geil halt, wenn du connecten kannst, ne? Und du hast halt Leute, mit denen du dich verstehst und die machen halt einfach das Gleiche wie du. Wir waren halt auch auf einer Wellenlänge, auch so generell die Meinungsblogger. Man muss einfach so sagen, man kennt ja ungefähr so ein paar YouTuber und dann denkt man so, Alter, wie die sich schon geben, mega abgehoben. Und dann hast du halt einfach so die Meinungsblogger-Szene und ich glaube, ich kann jetzt wirklich keinen Meinungsblogger behaupten, außer vom Äußerlichen, dass, oder wie man sich gibt, dass irgendjemand da abgehoben ist in der Szene. Okay. Ich habe dann auch angefangen, wieder mehr Klicks einzuspielen. Ich war dann auch. Aber ich mache ja auch nicht jeden Tag ein Video wie Toni. Auch im Generellen wieder wie Toni, mehr connected wie Toni, mit dem Kuchen TV, mit dem Just Nero. Ich habe dann auch erst wieder richtig angefangen, aktiv Twitch zu verfolgen. Ich bin dann immer häufiger bei Alpha Kevin zum Beispiel in den Streams gewesen. Grüße gehen auf jeden Fall auch an der Stelle raus an dich, Bruder. Es war ein sehr nice Wochenende. Ich habe mich dann im Mai dazu entschlossen, auch mit dem Streaming anzufangen. Dadurch, dass ich dann mit dem Stream angefangen habe, habe ich auch eine viel bessere Erfahrung mit der Kamera bekommen.
bekommen und vor allem auch, wie man frei redet. Was dann natürlich hinzukommt, ist, dass ich in der Zeit, wo ich dann noch viel bei Alpha Kevin im Stream war, mega viel auch mit ihm in den Streams gequatscht habe. Und ich muss sagen, das hat mir auch wirklich extrem viel weitergeholfen, weil man sich einfach besser connectet, man versteht sich besser und die ganze Szene, würde ich jetzt mal sagen, wächst auch ein bisschen näher zusammen, weil man einfach zusammen Content generiert. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste an der Stelle. Vielleicht auch der Punkt, was mir vorher, bevor ich diese Pause gemacht habe, wirklich extremst gefehlt hat. Und das ist nämlich so dieses, ich würde mal sagen, Zusammengehörigkeitsgefühl, Schrägstrich, dass man halt auch wirklich Kollegen auf YouTube hat. Ich denke, dass viele Leute denken, dass... Ich glaube tatsächlich, also ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass es jemals so passieren wird, wie es passiert ist. Und zwar hätte ich es mir nie vorstellen können, dass man als Meinungsblogger-Szene, wirklich als Szene sozusagen, dass man so harmoniert und sich zusammen trifft. Also ich glaube, vor einem Jahr hätte ich nicht sagen können, Alter, yo, lass mal treffen, so mit Firegoden, Da Vinci, QNV, ich. Also ich meine, hätten wir machen können, aber ich finde die Charaktere einfach mega unterschiedlich. Also ein Firegoden, den kann ich halt null einschätzen und der ist mir zu analytisch unterwegs, ne? Der zeigt mir 10.000 Statistiken, womit ich nichts anfangen kann. Ein Da Vinci, okay, so auch ein sehr ruhiger Typ. Ich sag mal so, mit QNV versteht man sich halt einfach gut, weil wir haben halt einfach so einen Humor, der halt mega stumpf ist. Und mit den Rest kommt man, ist genauso. So, auch ein Chastnero war, es war wirklich eine geile Sache. Wirklich, also auch Chastnero, ein mega geiler Typ, ist halt einfach wirklich so. Der auch mal gut und gerne kurz ausrasten kann, aber genau dafür feiert man ihn. Dass YouTube irgendwie ein Einzelkampf ist oder ein Einzelmarathon. Natürlich ist jeder für seinen eigenen Content verantwortlich, das ist gar keine Frage. Und man muss jetzt auch nicht irgendwie jedes zweite Video eine Kooperation machen oder ähnliches. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn man mit anderen Creatern zusammen filmen kann, so wie wir das jetzt zum Beispiel gerade machen, spontan auf einem Autobahnrastplatz. Sowas macht halt einfach Laune, würde ich mal sagen. Ist so, wenn man alleine unterwegs ist, kann man das halt nicht, weil die eigenen Kollegen oder Freunde, die fühlen das dann halt auch nicht so und haben da auch keinen Bock drauf. Und wenn man halt die gleichen Interessen hat, dann bietet sich das halt an. Man kann halt viel mehr machen, ne? Man ist ein bisschen so... unter Gleichgesinnten. Auf einer Wellenlänge, so was das Thema zumindest angeht, so YouTube an sich, ne? Ich will aber an dieser Stelle nichtsdestotrotz betonen, dass es schon anstrengend ist, da am Ball zu bleiben, weil viele Leute erwarten, wenn sie mit YouTube oder mit Twitch anfangen, dass das relativ schnell in die Höhe geht. Ich habe auf Twitch beispielsweise den Glücksfall in Anführungszeichen gehabt, dass ich nicht irgendwie mit 1 bis 5 Jahren angefangen habe, sondern als ich im Mai angefangen habe, hatte ich schon 20 Zuschauer die ganze Zeit gehabt. Das war eigentlich ein ziemlich geiler Start für mich gewesen. Dadurch, dass ich dann noch mit Alpha Kevin so viel zusammengestreamt habe, sind natürlich auch relativ viele Leute aus seiner Community dazugekommen. Deswegen hatte ich da nicht so den schwierigen Anfang gehabt auf Twitch. Also ich glaube, einfacher konnte der Anfang für Typ mit Maske fast nicht sein. Zum einen hatte er ja schon ein bisschen Reichweite durch YouTube und dann halt noch mit den Streams, sag ich mal, mit uns beiden. Es sind halt mega viele Leute und ich würde schon fast sagen, dass 90% oder über 90% eigentlich alle Zuschauer von mir auch bei ihm mit drüben sind. Nichtsdestotrotz sind YouTube und Twitch wirklich schwierig, weil man immer und immer wieder demotiviert wird. Das Ding dabei ist, man sollte sich aber nicht von den negativen Sachen runterziehen lassen, sondern man sollte sich im Endeffekt immer darüber freuen, wenn immer mehr Leute auf den Kanal dazukommen. Und das ist das Geile, was ich mittlerweile meine Community nennen kann. Für mich macht dieses ganze YouTube und Twitch überhaupt nur Spaß, weil man eine Community hinter sich stehen hat, mit dem man zusammen auf Twitch diskutieren kann, mit dem man zusammen hier unter dem Video vielleicht auch immer wieder in den Kommentaren diskutieren kann. Und das ist das, was wirklich so den größten Anreiz für mich gibt, dass man zusammen Spaß hat, auf Videos reagiert, über Themen diskutiert. Aber dann vielleicht noch eine Frage, die viele Leute auch interessiert. Wie viel verdient man eigentlich, wenn man ein relativ kleiner Creator wie ich ist? Das interessiert mich jetzt auch, Bruder. Los, leg mal los. Also den Maserati kann ich mir jetzt noch nicht komplett leisten. Jetzt bin ich reicht es auf jeden Fall. Nein, aber mal Spaß beiseite. Auf YouTube habe ich bis jetzt um die 30 Euro verdient, was vor allem an euch liegt, weil ein paar Leute von euch Community-Member bei mir sind oder Kanalmitglieder, wie das hier auf YouTube heißt. Und die haben, glaube ich, den großen Teil davon ausgemacht. An für sich verdiene ich jetzt nicht wirklich krass viel mit den Videos, aber darum geht es mir im Endeffekt auch nicht. Für mich war erstmal wichtig, dass ich überhaupt die Partnerschaft auf YouTube bekomme und dass man monetarisieren kann, weil wenn man die Videos monetarisieren kann, werden die im Generellen... Das ist einfach krass gewesen, ne? Das auf jeden Fall mit den Videos. Komm, YouTube, jetzt scheiß mal auf YouTube. 30 Euro über YouTube ist dann trotzdem in Ordnung für seine Größe, geht das echt fit. So, gar keine Frage, aber ich würde mal interessieren, was er mit Twitch verdient, wenn er das jedenfalls sagt. Ist bei der Partnerschaft und Monetarisierungsgeschichte das Wichtigste nicht, dass man damit überhaupt erstmal Geld verdienen kann, sondern dass man eben die Werbung schalten kann. Weil wenn man Werbung schaltet, freut sich der YouTube-Algorithmus. Schaltet man mehr Werbung, freut sich der Algorithmus umso mehr und die Videos werden besser vorgeschlagen. Das heißt, das ist für mich nur eine Maßnahme, damit meine Videos besser vorgeschlagen werden. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber halt blöd. Das kannst du auch bestätigen, dass das der einzige Grund fast ist. Deswegen hat Alpha Kevin in letzter Zeit so viel Erfolg, weil er so viel Werbung in seinen Videos hat. Ja, Mann. Und gestern saß er noch im A7 drin. Ich habe mich schon gefragt, was der anders macht. Wie macht man das, ne? Ja, erfolgreich gedacht mal wieder. Das ist einfach der erfolgreiche Denker. Ja.
Grüße gehen raus. Grüße zurück. Oh, ja, Red Steve, alles gut. Alter, wie kann man so lachen? Auf Twitch hingegen läuft es, wenn wir über das Monetäre reden, natürlich krasser. Aber damit habe ich persönlich gar nicht gerechnet. Also ich glaube, dass der Juni für mich der heftigste Monat war. Da haben einige Leute aus meiner Community nämlich komplett übertrieben. Da hatte ich über 100 Subs gehabt. Grüße gehen deswegen nochmal an Xerdes und The Real German FX raus, die da wirklich ein paar Sachen mal rausgeballert haben auf meinem Kanal. Was ich an Twitch aktuell so nice finde, ist, dass man im Vergleich zu YouTube eigentlich auch, wie soll ich das formulieren, speziellere Themen ansprechen. Also ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie viel er verdient hat, aber er meinte, in einem, er wollte das eigentlich in seinem Originalvideo sagen, was er schon mal rausgehauen, also was er aufgenommen hat, was aber ja nicht gespeichert wurde. Da hat er gesagt, dass er vierstellig verdient hat im Juni. Alter, vierstellig ist richtig krass für seine Größe. Also das muss man erstmal schaffen, vierstellig hinzubekommen. Extrem viele negative Kommentare gibt. Also ich habe bis jetzt immer das Gefühl gehabt, dass man auch über speziellere Themen wie Feminismus beispielsweise auf Twitch irgendwie lockerer diskutieren kann, weil selbst wenn es jemanden gibt, der eine andere Meinung als man selber hat, so wird man da irgendwie, finde ich zumindest, weniger angefeindet, sondern man kommt halt mehr ins Gespräch. Ja. Und das ist auch einer der Punkte, die ich halt an YouTube so ein bisschen blöd finde, in Anführungszeichen. Gebe ich ihm wenn ihr ein Video recht, von mir schaut oder von dem netten Herrn hier, dann schreibt ihr halt einfach einen Kommentar drunter, vielleicht was ihr von dem Video gehalten habt im Generellen oder nur einen Punkt. Und dann gibt es meistens auch nur eine Antwort. Also es ist eher selten, dass sich auf YouTube wirklich so ein ganzes kohärentes Gespräch entwickelt. Und das ist schade. Und deswegen gefällt mir Twitch besser. Wie viel ich auf Twitch verdient habe, um das mal zu machen. Also ohne Scheiß der Zeit. Also durch den Stress der Zeit und dass ich halt momentan nicht so überkrass mit Livestreams durchziehen kann, was ich wirklich sehr schade finde. Also heute habe ich richtig Druck gemacht, dass ich irgendwie noch den Livestream machen kann. Auch wenn es ein bisschen später war. Aber der Zeit bin ich froh, dass bei mir auf YouTube besser läuft. Einfach, weil ich sonst jetzt übers Wochenende und am Freitag, wo ich nicht streamen konnte, hätte ich kein Geld verdient. So einfach kein Geld. Mit meinem Nebenberuf hätte ich kein Geld bekommen. Also mit Twitch und YouTube. Und das sackt richtig rein, weil ich jetzt am Wochenende relativ viel Geld ausgegeben habe. Wir haben relativ viel gemacht zusammen als Gruppe. Haben natürlich auch mal abends ein bisschen was getrunken, was weiß ich, ein bisschen Spaß gehabt. Dann Spritkosten waren auch nochmal zwei Tankfüllungen. Das tut auch ein bisschen weh, das sind ja auch nochmal 100 Euro. Dann Übernachtungskosten sind ja auch nochmal 50 Euro. Also es war, sag ich mal so, ich habe jetzt auch mit dem Einkauf heute, habe ich zum Beispiel über 300 Euro jetzt das Wochenende ausgegeben. Worden will ich nicht so genau sagen, aber wir reden da über einen kleinen vierstelligen Betrag und deswegen an der Stelle nochmal danke für den Support, weil ohne euch hätte ich gar nicht mein Streamingzimmer in Anführungszeichen so nice ausstatten können und ich werde da demnächst auf jeden Fall nochmal mehr reinstecken. Safe. Also muss ich auch sagen, vierstellig ist für seine Größe absolut Wahnsinn, wirklich absolut stark. Ich bin immer noch selber bei mir überrascht, dass ich es schaffe, auch vierstellig rauszukommen. Fast jeden Monat, würde ich sagen, bekomme ich vierstellig. Was jetzt so Twitch angeht. Ich werde jetzt nicht sagen, wie viel es ist oder so, aber es wird jetzt nicht reichen, um zu leben davon, ne? Weil Miete muss auch gezahlt werden und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es mein Nebenberuf, ne? So ist es auch. Und es muss auch noch versteuert werden, bla bla bla. Ne, da kommt ja noch einiges hinzu. Ich muss ja auch einiges an Kosten raushauen. Aber es ist, vierstellig schaffe ich auch. Aber es ist auch viel Struggle. Und man muss halt auch immer hoffen, dass es Leute gibt, die mich unterstützen. Ist jetzt bei jedem Streamer so, ne? Die leben ja alle nur von Zuschauern. Aber man denkt jedes Mal, man schafft es nicht, sich damit finanzieren zu können. Und dann gibt es halt einfach Leute, die schon am Anfang des Monats oder auch Mitte oder Ende des Monats dann einfach sagen, yo, ich gönne dir jetzt so und so viel Geld, was weiß ich. Und davon kann er sich zum Teil mit finanzieren. Das ist halt geisteskrank. Deswegen sage ich auch jedes Mal, dass ich euch mega dankbar bin, weil das ist halt nicht normal, so vom Livestreaming so zum Teil zu leben und von YouTube. Es ist krass, ist wirklich krass. Reden wir zum Abschluss noch mal ein bisschen darüber, wie das jetzt in Braunschweig war, weil ich ja vorhin... Baumstreams, ich wünsche dir eine gute Nacht, Mann. Ah, okay, ja cool. Ja, dann checkt den auf jeden Fall mal aus, falls ihr den noch nicht kennt, in Baku. Ich hoffe, ich kriege dafür dann noch einen Push. Ja? Ich push dich auf jeden Fall. Okay, nice, läuft. Ich pack dich auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Schaut mal rein, wenn er nochmal so ein Video über Braunschweig macht. Wird er das auf jeden Fall hochladen. Vielleicht noch ein paar Sätze von mir dann abschließend dazu. Also es war auf jeden Fall richtig nice. Es passt halt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also dass sich so ein Community-Ding irgendwie entwickelt hat, dass man auch neue Leute kennengelernt hat, dass man einfach mal zusammen abhängt und ein Wochenende über Videos quatscht und einfach mal zusammen was unternimmt, gerade wenn man auch ähnlich gestaltete Videos aufnimmt. An der Stelle würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Wir checken jetzt mal ab, wie es mit dem Stau aussieht. Ich fange an zu cutten und haut rein. Er hat halt wirklich noch im Auto gekartet. Geisteskranker Mensch.